herzlich willkommen zur Nigelnagel, neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und eben Filmbesprechungen, beziehungsweise auch mal Serienbesprechungen. Denn wir besprechen hier gleich zu Beginn dieser Ausgabe Spuk in Bly Manor, einer aktuellen Serie, die es auf Netflix gibt, und die hat sich mal eben der Max für uns gegeben, dafür ein paar Worte formuliert, und weil er das nicht alleine machen möchte, weil er kriegt nämlich Angst, wenn es dunkel ist oder horrormäßig oder so, musste der Stu dann an seiner Seite stehen und hat ihm da so ein bisschen geholfen, ihm also ein paar Fragen gestellt, und es wurde eine ganz fluffige Besprechung. Es folgt eine Besprechung zum Dokumentarfilm I Am Greta. Da geht es letztlich um mehr als nur die Person selbst. Da geht es vielmehr um die ganze Bewegung um sie herum und ja dieses Fandom, wenn man so will, aber auch das, wofür es steht. In dem Fall ist es eine Besprechung, die haben für euch Dom und Frosty gemacht, und auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Zu guter Letzt dann noch ein Horrorfilm, über den wir sprechen wollten, nämlich Root Wood, Blutiger Wald. Das ist ein Film von den Kollegen von Tiberius Film. Diesen Film haben sich Patrick und Dom gegeben und auch hier ein Doppel eingesprochen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, denn das ist, glaube ich, von einem total, also nicht ganz unbekannten Regisseur, glaube ich, ne? Aber merkt ihr schon, mich nicht so ganz auf dem Laufenden, müsst ihr also selbst reinhören. Ich würde mich tierisch freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Gern auf Facebook oder Instagram oder beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de habt ihr die Gelegenheit, uns Feedback zu hinterlassen. Da gibt es nämlich so Kommentarbereiche und da könntet ihr mit uns schreiben, wenn ihr das wolltet und vielleicht auch Lust habt, von uns irgendeine Resonanz zu bekommen, wenn ihr uns sagen wollt, wie unsere Besprechungen waren, ob ihr die Filme gesehen habt oder nicht, ob ihr vielleicht selbst mal teilnehmen wollt hier bei den Filmkritiken vom Telestammtisch. All das würde ich sehr gern wissen wollen. Ja, wenn ihr noch Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch bitte noch auf zum Beispiel Apple Podcast, Podcast.de, Google Podcast und bei vielen weiteren Plattformen kann man eben Podcasts bewerten. Bitte macht das, wäre voll toll und würde uns tierisch helfen. So, jetzt lasst es mal krachen, genießt diese Besprechung und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung, nein, nicht zur Besprechung, sondern zu einem Ersteindruck der neuen Netflix-Gruselserie Spuk in Bly Manor. Ich bin der Stu und ich grusel mich heute mit dem Max. Hallo Max. Ja, hallo Stu. Oh Gott. Ja, leider, wie so oft in letzter Zeit, muss ich leider sagen, ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe auch die Vorgängerserie nicht gesehen, Spuk in Hill House. Aber du hast die gesehen. Ja. Und deswegen darf ich dich jetzt ausfragen zu Spuk in Bly Manor. Und meine erste Frage direkt ist folgende. Ist das eine Fortsetzung? Ist das ein Spin-off? Ist das irgendwie einfach nochmal dasselbe, nur mit den gleichen Darstellern und einem anderen Setting? Was genau ist Spuk in Bly Manor? Ich glaube, es sollte sich irgendwie so verhalten wie bei American Horror Story. Also ein paar Schauspieler sind wieder mit dabei, wie vorher. Und das Setting ist eigentlich sehr ähnlich, wenn nicht sogar fast plagiativ ähnlich, ist aber angeblich ein ganz anderes Haus, in dem es spukt, und es ist auch ein anderes Zeitalter, in dem es spukt, und auch die Personen sind irgendwie anders zusammengesetzt, was in der ersten Staffel, sage ich jetzt mal, so schon noch eine Familiengeschichte und Familienfehde war, ist jetzt eher so ein Haufen Bediensteter, die miteinander auf diesem Anwesen hausen und sich gruseln. Wie viele Folgen hast du jetzt gesehen von Bly Manor? 4 von 9. 4 von 9, okay. Und wie ist das so? Kann man das auch gucken, wenn man die Vorgängerserie nicht kennt? Du hast gesagt, American Horror Story, oder sagst du, es funktioniert besser, wenn man den Vorgänger kennt? Nee, also die kann man locker ohne Vorgänger anschauen. Da werden auch keine Referenzen gezogen zum Vorgänger, also bisher noch nicht. Keine Ahnung, vielleicht am Ende Folge 9 kommt dann raus, das ist das gleiche Universum oder so. Dann müsste ich das natürlich revidieren, aber bisher, Stand jetzt, ist da locker drin, dass man es anschauen kann, ohne Spuk in Hill House gesehen zu haben. Es ist ja eine Horrorserie und es gibt ja wirklich immens viele Facetten von Horror. Was für eine Art Horror erwartet einen denn, wenn man jetzt Spuk in Bly Manor anklickt bei Netflix? Es ist so der gute alte viktorianische Geistergrusel mit Spukhaus und ja, knarzenden Dielen und dunklen Schatten, die um Ecken huschen. Also im Prinzip
genau das, was wirklich diese ganzen alten Geistergeschichten irgendwie ausmacht. Jetzt gibt's ja aktuell, also es, ja doch aktuell kann man sagen, so diesen Trend zu diesen Jumpscare-Horrorfilmen, die also ihren, die durchaus versuchen zu gruseln, die aber durchaus auch auf so Schockmomente setzen, wenn also irgendwie die böse Dämonenmonne plötzlich aus der dunklen Ecke rausgesprungen kommt. Setzt da Bly Manor auch drauf oder ist das nur eine Facette seines Grusels? Es gibt schon Jumpscares, die sind aber eher nicht so im Vordergrund. Also da wird nicht irgendwie so total auf die Tube gedrückt. Sondern der moderne Blumhouse-Jumpscare, von dem ja jetzt immer gesprochen wird, wenn man vom Jumpscare spricht. Der kündigt sich ja schon 2 Minuten vorher an. Das macht jetzt der hier nicht. Also da hast du so eine kleine Vorlaufzeit meinetwegen und man weiß, hey, irgendwie da ist jetzt eine komische Entität im Raum und die kommt dann auch mal ums Eck, aber also der Grusel besteht nicht hauptsächlich daraus, dass man sich erschrecken lassen will. Jetzt habe ich ja auch Hill House nicht gesehen, habe aber viele Bekannte und Freunde, die das gesehen haben und auch sehr angetan waren. Und die haben immer wieder gesagt, dass das Schöne an dieser Serie ist, dass neben dem Grusel aber auch die Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Wie ist es denn jetzt in den ersten 4 Folgen von Bly Manor? Bleibt es in der Richtung oder geht es andere Wege? Also man merkt, es ist beides vom gleichen Macher. Und man merkt auch, dass der gute Herr Mike Flanagan, der kann das schon ganz gut. Also diese Mischung aus Grusel und dazu noch ein Drama irgendwie reinspinnen. Jetzt ist das Drama, das jetzt bei Bly Manor ist, es braucht ein bisschen, bis es reinkommt, denn du musst ja erstmal die Charaktere irgendwie zusammenfügen. Und die Geschichte basiert darauf, dass ein Au-pair aus Amerika jetzt als Lehrerin und Nanny auf so ein altes Anwesen kommt und dort Kinder unterrichten sollen, 7-jährige und einen 9-jährigen Jungen, die ihre Eltern verloren haben. Und dieses Au-pair, wohnt dann dort halt mit dem Koch, mit der Gärtnerin und mit der Haushaltshilfe und der Haushälterin. Und da hat man natürlich dann irgendwie keine Bindung, weil die sich ja eh erst selbst finden müssen. Und da ging es jetzt so in den ersten Folgen ein bisschen drum, dass die sich auch ein klein wenig kennenlernen und so weiter und so fort. Man weiß aber, und das merkt man eigentlich auch schon relativ schnell, ich glaube schon in der 2. Folge, dass da neben dem Unglück, welches über dem ganzen Anwesen schwebt, da ging es nämlich um den Selbstmord der Vorgängerin des Au-pair, das wird am Anfang auch genannt, geht es auch noch um einzelne Schicksale, die natürlich die Bediensteten mit sich rumschleppen. Und da kommt dann auch wieder dieses Geisterthema mit ins Spiel, was Mike Flanagan eigentlich fast immer hat. Das ist so, du trägst halt praktisch in deinem Rucksack immer noch so ein paar Altlasten mit dir rum und die manifestieren sich dann in Form von irgendwelchen Geistern. Und ich glaube, das läuft da jetzt auch langsam drauf hinaus. Wie viele Figuren gibt es denn? Also jetzt keine exakte Nummer, aber ist das eine Serie, die eher, ich möchte fast schon sagen, eine intime Anzahl von Figuren hat? Oder ist es dann eher etwas größer gefächert? Würde sagen, also du hast ganz klar 3 Hauptfiguren. Das ist auf der einen Seite eben diese Nanny-Lehrerin und die 2 Kinder, bei denen ich mich echt frage, wer die gecastet hat. Das kommt dann vielleicht später noch. Und ja, dann hast du halt die anderen 3 Bediensteten, die dann noch mit dabei sind. Also du hast eigentlich immer so 6 Figuren, die da irgendwie rumspielen. Es ist im Großen und Ganzen doch relativ überschaubar. Okay. Ja gut, dann, du hast ja schon angesprochen, was ist denn mit den Darstellern? Gut, also, was ich bei Spuk in Hill House relativ gut fand, das war so, wie die Charaktere untereinander miteinander funktioniert haben. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, muss ich sagen, mit den einzelnen Figuren, denn die Hauptdarstellerin, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich finde, die spielt ein bisschen unglaubwürdig oder drüber. Also ich werde mit ihr nicht so wirklich warm. Vielleicht muss ich mit ihr auch gar nicht warm werden. Es wird sich vielleicht am Ende dann. Vielleicht ist sie ja schon längst tot und deswegen ist sie ja, kalt. Genau. Das könnte unter Umständen sein.
übrigens, ich vermute, es wird echt auf irgendwie sowas rauslaufen. Und die Kinder, also das Mädchen ist, keine Ahnung, tatsächlich wie so ein Roboterwesen. Auf der einen Seite finde ich es sehr faszinierend, weil man muss sich vorstellen, dass das Kind ist schon so eigenartig irgendwie. Das Mädchen sieht eigentlich ganz süß aus, aber hat so eine ganz komische Verhaltensweise. Die ist sehr gruselig, ohne dass sie wirklich gruselig sein müsste. Aber sie verhält sich schon sehr eigenartig. Und der Junge könnte tatsächlich straight aus das Omen irgendwie kommen. Ist so ein breitgesichtiges Kind mit so einer Streberfrisur und immer in Schuluniform unterwegs. Ja, also keine Ahnung, was mit den Kindern da jetzt noch irgendwie sein wird, aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass die irgendwie schon 900 Jahre alt sind und schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten in diesem Anwesen spuken. Würde mich nicht verwundern. Also ist das eine Serie für Leute, die sowas mögen wie The Others? Ja, also The Others schreit aus jeder Ecke irgendwie. Okay. Bisher. Bei mir sind es genau diese Alarmglocken, die da gerade läuten. Okay, gut. Ich würde sagen, wir kommen zu einem, ja, Fazit ist es ja nicht, weil es ist ja mehr so ein Ersteindruck nach 4 Folgen, den wir euch hinbringen wollen. Deswegen, ich bin auch jetzt vollkommen dagegen, jetzt Punkte zu vergeben, weil dafür fehlen dir ja noch einfach nicht. Jetzt noch 4 oder 5 Folgen waren es, glaube ich, die noch fehlen. Ja. Aber wie zufrieden bist du bislang mit den ersten 4 Folgen? Wie zufrieden auf einer Prozenteskala? Der zufriedene Max von 0%, dass der Max total unzufrieden ist, bis 100%. Der Max, der hat Spaß und der wird sich jetzt, sobald wir diesen Podcast beendet haben, sofort wieder vor den Rechner oder respektive Fernseher setzen und die nächste Folge gucken. Also, der Binge-Faktor, würde ich sagen, ist so eine 7 von 10. Mhm. Ich werde mir heute auf jeden Fall noch eine Folge anschauen, denn Folge 4 endet jetzt mit so einem, hat jetzt so einen kleinen Bruch irgendwie reingebracht und jetzt weiß ich, dass an anderer Stelle irgendwo eine Tür aufgeht und da interessiert mich jetzt natürlich, was da dahinter ist, bisschen wie Jörg Träger bei Geh aufs Ganze und ich finde den Stil super. Mike Flanagan ist wirklich einer, der macht sehr ästhetischen Grusel. Also wobei, so. Da muss ich mal kurz unterbrechen, Mike Flanagan hat, glaube ich, das produziert und vielleicht mitgeschrieben, aber in Hill House hat er bis auf eine Folge alle inszeniert und jetzt in der zweiten Staffel, also Bly Manor, war der Hauptregisseur ein gewisser Xerion Foy, der hat zuvor unter anderem Sinister 2 gemacht und hat aber bei Hill House auch schon eine Episode inszeniert. Das sei hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt. Okay, gut, dann hat er damit Mr. Foy? Foy, ja. Ja, einen guten Lakaien gefunden, der sein Werk weitertreibt. Denn ich hätte es jetzt ehrlich gesagt kaum unterscheiden können. Das ist der gleiche Farbtopf, in den gegriffen wird. Es ist so die gleiche, die Kamera wird immer gleich aufgestellt. Du hast auch jetzt, glaube ich, seit Folge 4 fällt mir auf, dass in Hill House gab es ja immer noch so einen Wimmelbild-Aspekt, dass man immer Geister gesucht hat. Jetzt fängt sowas Ähnliches bei dieser Serie auch wieder an. Also es sind schon Parallelen und wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, würde ich wahrscheinlich morgen in der Schule rumlaufen und jedem erzählen, das ist von Mike Flanagan. Ja, und in der Schule würden sie dann sagen, was machen sie hier? Lassen sie die Kinder in Ruhe. Ja. Okay, gut. Max, ich danke dir für deinen Ersteindruck zu Horror in Bly Manor, nein, wie heißt das nochmal? Spuk ist es. Spuk. Es ist immer nur Spuk. Spuk, ja. Spuk, 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 Spuk. Ja. Ja. Spucken in Bly Manor. Ja, im Blei. Ja. Hm. Gut, wir sollten jetzt hier echt zum Schluss kommen, bevor jetzt die ganz fiesen Wortwitze ausgepackt werden. Ich danke dir für deine Einschätzung. Und ja, ich danke dir für dein offenes Ohr. Bitte. Und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei der 5. Folge von Spuk in Bly Manor. Ich sage Tschüss und du darfst auch noch was sagen. Ich sage auch noch was.
Greta Thunberg ist ja eine Person des öffentlichen Lebens oder auf jeden Fall eine Klimaaktivistin, die man ja nicht mehr großartig vorstellen muss. Seit 2018, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist die werte Dame bereits aktiv und daraus hat sich ja mittlerweile die Fridays for Future-Bewegung gebildet, die ja momentan so ein bisschen eher auf, ja, Warmlaufmodus ist. Es war ja zuletzt eine Demo in Berlin, allerdings ist das Ganze natürlich auch in der Corona-Krise so ein bisschen in Stocken geraten. Das hält allerdings nicht davon ab, mal eine Doku über Greta Thunberg herauszubringen und damit geht es hier heute um I Am Greta. Und angesehen hat sich für uns die eine Kollegin, mit der ich bisher noch nie gecastet habe, aber heute endlich mal, und damit begrüße ich recht herzlich die Frosty. Hi. Hallo. Du hast dir die Doku angesehen. Jo. Ist ja unübersehbar, ja, wovon sie handelt. Ist ursprünglich eine Produktion für den amerikanischen Streamingdienst Hulu, der ja mittlerweile auch zu Disney gehört. Hier kommt er allerdings ins Kino. Ja, willst du kurz umreißen, worum es geht oder vielleicht eher sogar noch, was dich daran gereizt hat als Person? Ja, also ins Kino kommt der Film am 16. Oktober. Und was mich dran gereizt hat, ist halt, dass ich selbst eine sehr große Sympathie für die ganze Bewegung habe. Also ich war auch schon selbst hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt bei einer Fridays for Future Demo. Bin seit dem Sommer irgendwie Veganerin und halt auch wegen des Klimas, ne, habe insofern eine Gemeinsamkeit mit Greta, dass wir beide gerne Bananen frühstücken. Das wird später noch wichtig. Ja, das ist also im Grunde genommen interessiert einen dann halt schon die Person, wenn man das ganze Thema so wohlwollend verfolgt, wie ich es halt verfolge, weil es halt einfach eine wichtige Sache ist. Und von daher war ich halt sehr gespannt auf den Film, weil man hofft natürlich auf Einblicke, die über das, was man halt im Fernsehen, in den Nachrichten und so sieht, was darüber hinausgeht. Und da kommt dann leider der Dämpfer. Wirklich tiefe Inneneinsichten, wie der Titel suggeriert, bekommt man leider nicht. Mhm. Ja, das hattest du ja schon so im Vorgespräch anklingen lassen. Man muss natürlich sagen, die Doku ist relativ so, ja, aus der Tiefe des Raumes entstanden. Also wie ich das verstanden habe, hat dieser Regisseur Nathan Grossman relativ durch Zufall Greta Thunberg in Schweden irgendwie angetroffen, wie sie da halt mit ihrem Pappschildchen, glaube ich, vor dem Parlament sitzt. Und das ist ja sozusagen die Keimzelle von Fridays for Future gewesen. Jetzt wäre so meine Frage, merkt man dem Ganzen denn an, dass das so relativ, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, spontan entstanden ist, diese Doku, also dass er relativ durch Zufall auf sie aufmerksam wurde und sie dann eben begleitet hat, wie dann eben diese Bewegung gewachsen ist und sich etabliert hat? Davon bekommt man eigentlich nicht so viel mit, weil im Grunde genommen, was er macht, ist halt, er hält die ganze Zeit die Kamera drauf und dadurch kriegt man halt überwiegend Bilder, die man so oder ähnlich halt auch schon in den Nachrichten gesehen hat. Also man sieht sie vom Parlament streiken, man sieht sie, wie sie den Papst trifft, man sieht sie, wie sie mit Macron unterhält, man sieht sie bei der UN, man sieht Ausschnitte aus Reden, die man schon kennt. Und dann gibt's zwischendurch so ein paar Einblicke ins Privatleben, wenn sie dann mal irgendwie ein Pferd umarmt oder zu Hause auf dem Sofa sitzt und Kommentare über sich selbst auf Social Media liest. Und man kriegt halt nur sehr begrenzte Einblicke in ihr Innenleben, was ja auch aufgrund des Asperger-Syndroms, das sie hat, ja auch schon sich ein bisschen von selbst erklärt irgendwie. Also man kann halt bei einem Menschen mit diesem Syndrom halt nicht davon ausgehen, dass der jetzt irgendwie sich hinsetzt und dir lang und breit das eigene Gefühlsleben ausbreitet. Aber ich glaube, mein Problem mit manchen Szenen war einfach, dass die teilweise so ein bisschen was Voyeuristisches hatten, wo dann die Kamera einfach in privaten Momenten zu lange draufgehalten hat. Also da ist zum Beispiel eine Szene, die ist einem Hotelzimmer, wo sie halt noch irgendwie an ihrem Laptop an ihrer Rede feilt, die sie dann, glaube ich, auf Französisch halten wollte. Und dann hat sie halt dann irgendwie noch alle möglichen Sätze auf verschiedenen Übersetzungsseiten nachgeschlagen. Und die Grammatik muss ja unbedingt stimmen. Und dann kommt ihr Vater und meint so, nee, wir müssen jetzt los, du musst jetzt aufhören. Und
da sie halt wirklich noch ein sehr junges Kind ist, rollt sie sich dann trotzig auf dem Bett ein und wird dann halt, was halt auch diesem Syndrom geschuldet ist, erstmal sprachlos. Ne? Also sie kann dann nicht aus sich raus und kann dann auch nicht groß mit ihm reden. Mhm. Und dann merkt er halt so, ah, okay, ich lasse dich jetzt alleine. Und dann setzt sie sich doch wieder hin und versucht dann weiter an ihrer Rede zu arbeiten. Also man sieht so kleine Einblicke, dass sie halt in Anführungszeichen anders gestrickt ist als Jen oder die normale Jugendliche. Aber, also gerade so die erste ganze halbe Stunde ist halt wirklich mehr so ein Draufschauen auf sie. Also man kriegt selber mal so O-Töne von ihr selber mit. Also es ist sehr, mit sehr viel Abstand zu ihr. Und insofern kriegt man insgesamt nicht viel Neues zu sehen, irgendwie dadurch, dass sie halt selbst so stumm ist. Man hat halt mitunter diesen sehr voyeuristischen Blick, wie ich finde, wenn sie weint dann in einer Szene, wo man dann denkt so, ja, okay, es reicht, wenn du einmal zeigst, jetzt kommen die Tränen, da kannst du dann auch wegdrehen, sondern da wird dann gnadenlos draufgehalten. Also das fand ich dann, war für mich irgendwie für meinen Geschmack ein bisschen Übergriff. Ich kann auch sein, dass andere Leute das anders sehen. Ja, es klingt so ein bisschen so, als würde der Film eigentlich mehr so den Personenkult um sie befeuern oder abbilden, den sie ja gar nicht möchte. Und zwar jetzt nicht nur, weil sie Asperger ist und dann eben natürlich auch so, ja, sag ich mal, soziale, zwischenmenschliche Hemmschwellen hat, sondern eben auch, sie sagt ja auch ständig in allen möglichen Reden, dass es nicht um sie geht, sondern eben um die Agenda und das, worauf sie aufmerksam machen möchte. Und das scheint der Film eigentlich eher, ja, dem scheint der Film, ich sag jetzt nicht mal gegenzuarbeiten, aber er scheint eigentlich mit einer Methodik da heranzugehen, die eigentlich eher dem widerspricht, was sie aussagen möchte. Du sprachst ja auch schon von einer durchaus voyeuristischen Perspektive. Ja, ich weiß auch nicht, ob diese vielleicht eingenommen wurde, gerade weil sie so sprachlos ist, weil der Regisseur sich nicht anders zu helfen wusste. Irgendwie, wie berichte ich über das Innenleben eines Menschen, der nicht über sein Innenleben viel reden möchte? Und dagegen gesetzt wurden halt dann halt irgendwie so ganz viel diese einzelnen Stationen auf ihrem Weg bis dann halt irgendwie zu dieser Atlantikquerung. Und die werden aber alle so kontextlos eingebunden. Also es gibt weder irgendwie so einen Hinweis darauf, also es gibt keine Fakten zum Klimawandel, es gibt keine Erklärung, warum sie jetzt zu welchen Veranstaltungen geht, warum die wichtig sind, an welchen Tagen die stattfinden. Also es gibt keine Daten und gar nichts. Also es gibt, wie man es aus anderen Dokumentationen kennt, da ist ja meistens dann noch so ein erklärender Erzähler, der irgendwie die Sachen in einen Kontext setzt. Und so werden halt irgendwie ohne jeden Zusammenhang Szenen aneinandergereiht, dann irgendwie sieht man Pressestimmen, dann gibt's irgendwie eine Szene, wo dann irgendwie alle möglichen, von Trump bis Bolsonaro und lauter andere alte weiße Männer dann irgendwie den übelsten Kram über sie erzählen. Und wie sie dann halt auch teilweise, wie man sie dann auf ihrem Sofa sitzen sieht, wie sie dann versucht, mit diesen negativen Kommentaren umzugehen und sich dann sagt so, naja, ich habe aber keine Angst um mich, ich habe eigentlich viel mehr Angst irgendwie, was aus dieser Umwelt wird. So, also es ist halt schon mehr so eine Außenansicht irgendwie und halt nicht das, was man bei dem Titel vermuten könnte, nämlich dass man eine Innenansicht bekommt. Ja, da müssten wir dann wahrscheinlich noch warten, bis das dazugehörige Biopic erscheint, so in 10 Jahren. Wenn sie dann irgendwie volljährig ist, dann wird bestimmt irgendeine junge Schwedin wird dann Greta Thunberg spielen wahrscheinlich. Also, dass sie irgendwann mal verfilmt wird, das glaube ich auch irgendwie, dass da irgendwann mal ein Spielfilm draus gemacht wird. Aber ja, ja. Wie fundiert das dann sein wird, ich glaube nämlich nicht, dass ich mich irgendwann hinsetze und schreibe irgendwie, oh, meine Memoiren, irgendwie mein Leben als Schulstreikerin, das wird man, glaube ich, nicht sehen. Ja, sie schreibt dann wahrscheinlich mit irgendwie 22 ihre Memoiren. Das ist ja mittlerweile auch schon so in den Trend gekommen, dass irgendwelche Leute, weiß ich nicht, Justin Bieber hat ja irgendwie, glaube ich, mit 20 Jahren seine Biografie geschrieben, Autobiografie. Es klingt aber tatsächlich so, also das ist so mein Eindruck, dass diese Doku eigentlich so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, weil so die Greta-Fans bekommen eigentlich nur Altbekanntes, wenig Einblicke oder halt eben, ja, halt nicht jetzt den großartigen Mehrwert geboten.
Und diejenigen, die halt eher Skeptiker und auch Kritiker sind, sei es jetzt von ihrer Person oder eben der ganzen Fridays for Future Bewegung, die werden jetzt hier wahrscheinlich auch nicht in Anführungsstrichen bekehrt, sage ich mal, ne? Nee, eben. Also es gibt so ein paar Szenen, wo ich das Gefühl hatte, oh, die sind jetzt vor allem deswegen drin, um zu zeigen, dass die Kritiker sich irren, weil ihr wird ja immer unterstellt, sie ist einfach nur das Sprachrohr ihrer Eltern und sie wird von anderen Leuten missbraucht. Deswegen dann die Szenen, wo sie dann selbst an ihren Reden so verbissen feilt. Und es wird halt schon gezeigt, dass sie diejenige ist, die sich sehr in dieses Thema rein versteift hat und dass sie der Antrieb in dieser ganzen Geschichte ist. Aber, oh Gott, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? auch diese Atlantiküberquerung, die dann gezeigt wird, da wurde ihr ja auch alles Mögliche unterstellt. So, oh, sie ist ja auch eine Publicity-Geil. Und im Grunde genommen siehst du da ein trauriges Mädchen, was vor Heimweh irgendwie da auf dem Boot sitzt, weint und ihr ist kurz übel, weil sie tierisch seekrank ist. Also das ist alles nichts Glamouröses. Ne? Und man sieht sie halt auch wirklich. Insofern ist es halt schon, glaube ich, ganz guter Film so für die Jugendlichen, die jetzt gerne streiken würden, aber aufgrund der Corona-Maßnahmen halt nicht so streiken können, wie es noch vor einem Jahr möglich war. Weil die halt diese Figur sehen als jemand, der wirklich von dieser inneren Angst ausgetrieben wird, dass das Klima halt wirklich am Rande des Zusammenbruchs ist und dass wirklich dringend was getan werden muss. Also man sieht in dem Film nur ganz selten ein fröhlich lachendes Mädchen, sondern die meiste Zeit eher diesen trotzigen, störrischen Gesichtsausdruck. Man sieht sie ab und an irgendwie den Tränen nahe, man sieht sie teilweise wütend und halt sehr beharrlich. Also im Grunde genommen ist es von daher ein Film für diejenigen, die eh dieser Bewegung halt sich nahe fühlen, um halt weiter bei der Stange zu bleiben und sich ins Bewusstsein zu rufen, dass es halt wichtig ist, dran zu bleiben und dass man halt auch als Einzelner was erreichen kann. Ist dann aber auch auf die Dauer vielleicht auch ein bisschen lang geraten, ne, tatsächlich. Also der Film geht ja rund 100 Minuten. Das hätte auch, glaube ich, deutlich kompakter sein können, denke ich mal. Also das ist für mich auch immer so der Pferdefuß an so Spielfilm-Dokus. Ja, definitiv. Also gerade die erste halbe Stunde, da habe ich gedacht, so Leute, das hättet ihr mir auch in 5 Minuten zeigen können. Also gerade dadurch, dass halt so viele bekannte Szenen halt auch gezeigt werden. Also diese How Dare You-Ansprache und das kennt man alles schon. Also gerade wenn man eh im Thema drin ist, dann kennt man es. Wer dagegen aufgestellt ist oder irgendwie das Ganze womöglich sogar leugnet, der wird im Grunde genommen sagen, ja, ist alles gestellt. Irgendwie, der wird sich nicht überzeugen lassen. Und für die, was das Thema betrifft, am Schwanken sind, für die ist einfach nicht genügend Kontext und nicht genügend auch wissenschaftlicher Hintergrund mit beigeliefert. So, es wird halt nicht erklärt, warum ist das eigentlich wichtig. Es wird halt vorausgesetzt, dass man es weiß. Es wird im Grunde genommen sehr viel vorausgesetzt. Ne? Du musst im Thema drinne sein, um diesen Film wirklich aufnehmen zu können und die Dinge einordnen zu können. Ansonsten wirst du da viele große Fragezeichen haben. Ja, klingt tatsächlich schwierig, ne? Ein Film, der irgendwie an einigen Fronten funktionieren möchte, aber an keiner so richtig. Ja. Bisschen schade. Hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, schreiten wir zum Fazit. Da steuere ich jetzt direkt drauf zu. Jetzt kommen die Frühstücksbananen irgendwie wieder ins Spiel. Also ich sag mal so, dieser Film hat wirklich diese eingeschränkte Zielgruppe. Man muss im Thema drinne sein. Man muss der Bewegung gegenüber schon zumindest positiv interessiert entgegenstehen, zugeneigt sein. Man muss ja nicht irgendwie das Ganze so extrem sehen wie sie. Aber so für 5 würde ich 3 von 5 Frühstücksbananen geben. Okay, ja, ist doch auch was. Ja, wird eine Doku sein, die wird wahrscheinlich irgendwie sehr schnell den Weg in die öffentlich-rechtlichen Medien finden, irgendwie in der Mediathek oder im Nachtprogramm des ZDF oder sowas. Ja, da ist es auch wesentlich besser aufgehoben. Also es ist meiner Meinung nach kein Film, für den man jetzt ins Kino gehen sollte, weil dafür ist es zu langatmig und auch zu wenig informativ. Also da würde ich mich persönlich dann schon übers Geld ärgern. Aber so vielleicht als ein bisschen zusammengeschnittene TV-Doku durchaus sehr sehenswert dann. Okay, ja, soweit zu I Am Greta.
Herzlichen Dank. Läuft ab 16. Oktober in den deutschen Kinos. Ansonsten, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt, geht rein, unterstützt die wenigen Kinos, die ihn wahrscheinlich überhaupt zeigen werden. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, Frosty. Gerne wieder. Vielleicht dann auch mal zu einem Spielfilm. Ja, im Zweifelsfall treffen wir uns in 10 Jahren wieder, wenn das Biopic kommt. Und dann schauen wir mal, ob Greta Thunberg in diesem Film oder halt die Darstellerin, die sie dann verkörpert, ob die dann auch so leicht biestig in die Kamera stiert. Ja, gerne. Dann, wobei ich hoffe, wir hören uns nicht erst in 10 Jahren wieder. Nee, das auf keinen Fall. Gern wieder. Okay, jo, super. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Jo, du auch. Bis dann. Tschüss. Mensch, Patrick, sag doch mal, wir haben doch schon einige Podcasts zusammen gemacht. Aber was wäre eigentlich, wenn wir über einen Film sprechen in unserem Podcast, in dem es eigentlich auch ursprünglich um Podcasts geht? Klingt abgefahren. Ja, eine Podcastception sozusagen mit uns beiden, Dom und Patrick. Wir haben ja schon sehr, sehr viel zusammen gemacht. Und du hast dir für uns Rootwood angesehen, der am 15. Oktober hier im Heimkino erscheint, eigentlich schon aus dem Jahr 2018 ist. Du hast ihn für uns gesehen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein leichter Blair Witch-Abklatsch. Klär uns auf, worum geht's? In Rootwood geht's, wie du so schön gesagt hast, um zwei Studenten, die einen Podcast über paranormale Aktivitäten betreiben. Mhm. Und da kommen sie dann auf den Trichter, auf den sogenannten Wooden Devil. Und dann fangen sie an, mit Ausrüstung eine Doku über diesen Wooden Devil drehen zu wollen. Und natürlich, wie es so ist, wenn du nach einem Monsterjagd machst, irgendwann macht das Monster Jagd auf dich, ja, und es eskaliert alles recht schnell. Okay, ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist, also auch die Prämisse klingt schon hart nach Blair Witch. Der Film versucht jetzt aber, glaube ich, nicht so ein Found-Footage-Ding zu sein, oder? Also wenn ich mir das so angucke, es sieht schon wirklich aus wie ein normaler Spielfilm. Es ist ein normaler Spielfilm. Er macht sich sogar sehr über diese Blair Witch und Found-Footage-Filme lustig. Fängt schon damit an, dass die, während sie den Film drehen, überlegen, wer von uns spielt denn jetzt den naiven Charakter? Können wir nicht einfach alle sarkastisch sein? Und wie sie schon ihre Rollenverteilung überlegen. Und das ist halt wirklich so diese zynische, sarkastische Antwort auf dieses ganze Found-Footage-Genre. Mhm. Ich habe den Film tatsächlich gewählt, weil ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Also ein Kumpel von mir, der Ivan, der arbeitet mit diesem Regisseur Marcel Walz spätestens seit Blind offiziell zusammen. Und dann haben sie jetzt diesen Film später rausgehauen. Und weil ich Blind schon gut fand, dachte ich, okay, gibst du diesen Film auch eine Chance, auch wenn er bei uns im gebrandmarkten Logo Tiberius erscheint. Ja. Ja, und dementsprechend scheint auch bestimmt die Synchro zu sein, denke ich mal, ne? Ja, aber in dem Fall passt es irgendwie dann doch, weil die Charaktere im Film auch alle so ein bisschen gelangweilt und genervt sind. Auch wenn ich sagen muss, bisschen leid getan hat es mir um Sarah French, die ich auch in Blind gesehen habe. Und dann dachte ich, ja, okay, das finde ich dann doch ein bisschen schade, aber im Prinzip hat diese abgefuckte Synchro zur abgefuckten Stimmung des Films gepasst. Also im Gegensatz zu vielen anderen Tiberius-Filmen hat das da nicht so großartig die Atmosphäre zerstört. Ich sag nur Lost in London. Ja, gut, stimmt. Ja, das war, es war zwar kein schlechter Film, aber die Synchro hat schon irgendwie einiges kaputt gemacht, beziehungsweise es einfach irgendwie seltsam fremd wirken lassen, was Woody Harrelsons Rolle angeht. Gerne mal reinhören in den Podcast von Patrick Berg und meiner Wenigkeit. Da scheint ja aber doch schon eher wirklich ein Jumpscare-Fest zu sein, oder? Auch das ist nicht mal so sehr. Also die haben vielleicht 2, 3 Jumpscares. Mhm. Funktionieren die denn wenigstens? Die haben so ein sarkastisches Augenzwinkern, also funktionieren sie. Bei Blunt sind sie ja auch nur mit einem Jumpscare ausgekommen. Man merkt, dass da jemand ist, der ein bisschen abgefuckt ist vom aktuellen Horrortrend, mhm, und da so ein bisschen gegensteuert und das ein bisschen aufs Korn nimmt. Und ich finde den jetzt aktuell guckbarer als das Blair Witch Project, weil das für mich eben
nicht ganz so super gealtert ist, ja, wenn man sich das jetzt noch mal ansehen würde, oder das Reboot, wo du dann denkst, ach ja, das, da kannst du auch direkt ein Hörspiel anhören, wo sie ein bisschen rumschreien. Ja, so hier hast du wirklich jemanden, der Bock drauf hat, das Ganze ein bisschen sarkastisch auseinanderzunehmen, und er hat auch einen netten, fiesen Schlusstwist, wo man sich dann fragt, habt ihr was gegen Podcaster? Aber kann man sich ja bei dem Aufhänger ja auch denken, wenn sie, ja, ein Podcast über Paranormal Activities, ja. Aber ich denke mal, der Podcast ist auch nur der Aufhänger, oder? Der Podcast ist tatsächlich nur der Aufhänger, ja. Weil, wer weiß, vielleicht hat Ivan ja an Marcel Walz irgendwas weitergeleitet, und das ist eine Hommage an dich, keine Ahnung. Könnte ja sein, ja. Du bist doch Horrorfan, glaube ich, oder? Ja, ja, Ivan ist auch Horrorfan. Vielleicht hast du den Abspann verpasst und da stand dann irgendwie dedicated to Patrick Schüller. Kann ja sein. Unser Chef kennt Ivan ja auch, und ich bin den früher öfters beim Fantasy Filmfest auch über den Weg gelaufen, als er noch in Frankfurt gewohnt hat. Also ich weiß es nicht, ob das dann dedicated ist oder ob sie auch da so diesen Trend machen, so von wegen, ja, irgendwie brauchen sie einen Grund, mit der Kamera rumzulaufen. Aktuell sind es halt Podcasts. Früher waren es irgendwelche Pseudodokus. Ja, ich sehe gerade in den USA, wo der Film irgendwie so von rund 300 Leuten bewertet wurde. Hier ist ein User-Kommentar. One of the worst films I have ever seen. Kannst du das denn irgendwie nachvollziehen, wenn man den richtig scheiße findet? Weil ich glaube, du fandest den jetzt, glaube ich, so weit ganz okay. Klingt jedenfalls so für mich. Ich fand den ganz okay. Der hat, wie auch Blind, so ein bisschen so die strange oder böse Art von Hollywood gezeigt. Bei Blind ging es ja dann um eine abgehalfterte ehemalige Filmschauspielerin, die ihr Augenlicht verliert. Und hier sind es eben Podcaster, die ihren ersten Film drehen wollen. Du hast da auch so einen gewissen Glamour-Look drauf, der dann auf einmal immer wieder durch so dreckige Einflüsse von außen durchbrochen wird. Und das hat der auch dann in seinen späteren Film Blind so ein bisschen durchgezogen. Okay. Sind dir denn irgendwie inszenatorische Besonderheiten aufgefallen, die vielleicht auch dann bei Blind waren? Also hat schon eine gewisse Handschrift vielleicht von Marcel Walz? Das meinte ich, dass da so dieser gewisse Glamour-Hollywood-Look drin ist. Ja, sagen wir so, der Film, der sieht jetzt nicht so mega günstig aus, ne? Wie man das zum Beispiel bei den meisten Tiberius-Filmen kennt. Also ich erinnere nur mal an diesen Scheiß irgendwas mit Cabin, was wir gesehen hatten, das war ja unterirdisch, und der hier sieht zumindest ein bisschen filmisch aus und nicht wie mit einer Webcam gedreht oder so, ja. Der ist auch filmisch, und wie bei Blunt, wenn man da die Hintergründe kennt, dann finde ich cool, was sie da aus dem Budget rausgeholt haben. Also da gab es schon 2, 3 Effekte, wo ich dachte, okay, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also wenn man kleine Horrorfilme mag, die so ein bisschen gegen den Mainstream schwimmen, die auch nicht allzu große Jumpscare-Orgien sind. Ich verweise da nur an das Friedhof der Kuscheltiere Remake, wo sie wirklich alle 5 Minuten gefühlt einen Jumpscare drin haben mussten. Oh ja, ja. Und wenn du das dagegen hältst und dann so einen entspannten kleinen Film, der vielleicht mit 2, 3 Jumpscares auskommt, dann würde ich eher so einen kleinen zynischen Film vorziehen als ein großes Stephen King Remake, wo du weißt, okay, ja, das wird jetzt schon wieder eine Jumpscare-Orgie sondergleichen. Ja, ich weiß noch, die Regisseure von dem Friedhof der Kuscheltiere Remake, die waren eigentlich ziemlich ambitioniert, was man so gehört hat in den ganzen Interviews vorher, weiß ich nicht, sie wollten das und das referieren, und sie hassen irgendwie auch diese aktuelle Jumpscare-Welle oder sind einfach vom Durchschnittshorror-Kino abgestoßen, yeah, und genau das haben sie damit inszeniert. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, vielleicht auch vom Studio her. Würdest du sagen, dass Marcel Walz, weil du meintest ja schon, er hat ja irgendwie schon so eine leicht zynische oder ironische Note drin, würdest du sagen, dass er das besser hinbekommen hat? Ich denke schon, aber
da wird jetzt nicht so viel Druck gewesen sein, als wenn du so eine Marke wie Stephen King hast und dann die ganzen Studiobosse mit reingrätschen und dann sagen, hier, nein, kannst du ja auch bei Friedhof der Kuscheltiere denken, dass die nach dem ersten Test-Screening dann gesagt haben, hier, nee, da müssen jetzt doch mehr Jumpscares rein und dann 15 Jumpscares noch möglicherweise eingeprügelt wurden. Das kannst du eben so nicht nachvollziehen, was da hinter den Kulissen dann abging. Ja, natürlich, das stimmt schon. Ja, da ist natürlich ein ganz anderer Erfolgsdruck bei der Produktion, da hast du schon recht. Hast du noch was zum Film? Ansonsten hätte ich jetzt soweit eigentlich keine Fragen mehr, deshalb, weiß ich nicht, wollen wir zum Fazit kommen? Ja, wir können zum Fazit kommen. Also ich bin da zwar emotional ein bisschen vorbelastet, weil ich eben durch Ivan so die leichte Connection zu den Filmen habe, aber wenn wir das jetzt auch mit den ganzen Tiberius-Filmen vergleichen, die schon der rituell so diese Feuerprobe für unsere Redakteure sind, dann ist das in Relation dazu schon ein Blair Witch-Parodie, die eben auch böse ist und sich eben vielleicht, weil es eine kleinere Produktion ist, ein bisschen mehr trauen darf. Okay. Tut weniger weh als aktuelles Jumpscare-Getue. Also ich würde da mit Fanbonus 3 bis 3,5 Piu. Holzteufel geben. Es ist relativ ruhig, aber die Effekte, die sie einsetzen, die sind dafür dann umso effektiver. Okay, gut. Ja, also ich werde mir jetzt wahrscheinlich nicht anschauen. Der Trailer hat mich jetzt nicht gehuckt, sah jetzt nicht total scheiße aus, aber du hast ja auch schon gemeint, du hast ja da eher so den persönlichen Bezug zu. Es ist ja völlig in Ordnung. Absolut. Dann würde ich sagen, wären wir auch schon durch. Ist so eine der kürzesten Besprechungen geworden, die ich gemacht habe. Aber in der Kürze liegt die Würze an dieser Stelle. Ja, wir hören uns wahrscheinlich schon bei irgendeinem nächsten Podcast. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, und genau. Und würde dir dann das letzte Wort geben. Tschüss. Ciao. Ja, Gruß an Ivan und Marcel. Danke, dass ich das hier reviewen durfte. Und ja, bis bald.